Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen heute Ganache, die Füllung für jede Menge Süßigkeiten. Und dazu brauchen wir Sahne und Schokolade. In welchem Mischungsverhältnis, das liest du auf meinem Blog. Wir beginnen damit, die Sahne zu erhitzen und die Schokolade in die Schüssel zu geben. Ein Tipp vorweg, die Sahne darf auf keinen Fall kochen. Während die Sahne jetzt heiß wird, geben wir die komplette Schokolade hinein. Ich habe sie schon mal klein geschnitten. Die Schokolade sollt ihr relativ klein schneiden, denn dann schmilzt sie leichter, weil die Sahne umschließt sie und geht in die Zwischenräume richtig schön rein und kann dann die Schokolade richtig zum Schmelzen bringen. Und ganz wichtig, lasst die Ganache stehen. Das heißt, wir gießen jetzt gleich die Sahne drüber, die richtig schön heiß ist und nicht gekocht hat, und lassen die einfach mal 3-4 Minuten stehen. Eine Ganache braucht richtig schön Zeit. Also, dann sehen wir uns wieder, wenn wir jetzt die drüber gegossen haben, und rühren nach 3-4 Minuten langsam um. Und rührt keine Luft ein, also bitte lasst euch Zeit dabei. 3 Minuten sind circa um. Jetzt schauen wir mal, was die Schokolade gemacht hat. Das sieht man langsam, wie sie sich verändert. Fertig ist eure Ganache. Jetzt lasst ihr sie noch auskühlen und dann könnt ihr sie verarbeiten, wie ihr möchtet. Zum Einstreichen, für Kuchen. Ihr könnt sie aber auch gerne aufschlagen, damit sie ein bisschen luftiger ist, für eine Füllung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen von einer super leckeren Ganache. Das ist die fertige Ganache. Wenn ihr sie nachmachen wollt, freue ich mich drüber. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne nachholen. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Deine Silke von Anders Backen.